Hallo, Marius Schmidt Wendling, sisu-training.de, heute die 147 von 365. Hab's vorgestern, für gestern schon angekündigt, gestern kam das Schwimmprogramm dazwischen, nämlich das heutige Thema, die Ernährung während des Marathons soll das heißen. Entschuldigt die Sauklaue, ich weiß, ich hätte eigentlich Arzt werden sollen. Immer wieder ein großes Thema, weil ich denke, dass man sich bei einem reinen Marathon, der jetzt am Wochenende in Frankfurt stattfindet, immer zu stark an den Richtlinien oder Werten für einen Ironman orientiert, wenn man als Triathlet unterwegs ist. Und das ist schlichtweg einfach zu viel Energie oder zu viel Gels oder zu viel Riegel oder was auch immer, was man da präferiert für einen reinen Marathon. Und früher sind die Läufer auch ohne Gels über die Runden gekommen, haben gar nichts gegessen oder gar nichts zu sich genommen, außer schlichtweg Wasser. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Wenn man entsprechend trainiert ist, geht das ganz gut. Und ich denke, dass sich da viele zu viel in zu große Abhängigkeit begeben und glauben, sie können ohne Gels nicht über die Runden kommen. Das ist eigentlich, ja, mit Verlaub etwas blödsinnig. Ich denke, dass maximal alle 45 Minuten ein Gel reicht. Nehmt das idealerweise immer vor der Verpflegungsstelle, damit ihr gleich dann auch das Wasser habt zum Verdünnen und zum Wegspülen. Aber nicht in einem kürzeren Intervall als 45 Minuten ein Gel nehmen, unabhängig von der Leistungsstärke und unabhängig von der Geschwindigkeit. Das macht einfach Sinn, da nicht zu viel Energie zu sich zu nehmen. Du musst es irgendwie letztendlich transportieren, weil beim Städtemarathon gibt es eigentlich kein Gel von außen und ihr müsst irgendwo sehen, dass ihr das Zeug irgendwo mitschleift. Und Marathons versucht man dünn zu sein, leichte Schuhe zu tragen, dann schleift man 27 Gels mit sich rum. Das ist eigentlich auch eine Bestimmung des Erfinders. Also versucht möglichst wenig Gels mitzunehmen. Es soll heißen, für einen 3-Stunden-Läufer sind das etwa 2 bis maximal 3 Gels, die ihr braucht, und fang nicht an, bei 37 Kilometern noch mit dem Gel zu arbeiten, bis das im Blut ist, seid ihr im Ziel. Seid ihr den laufenden 9er Schnitt, dann kommt es irgendwann an. Aber Spaß beiseite, eigentlich nach Kilometer 35 braucht man auf keinen Fall irgendwas zu sich zu nehmen, außer Wasser. Und Wasser auch nur dann, wenn es entsprechend heiß ist. Nehmt euch das zu Herzen, denkt mal drüber nach. Früher ging es auch ohne. Dave Scott hat den Ironman Hawaii gewonnen mit Datteln und Feigen im Gepäck und hat keine Gels und keine Riegel gehabt und ist trotzdem damit schnell unterwegs gewesen. Und vielleicht begibt man sich doch sehr in die Abhängigkeit von den Gels und von der modernen Sportartikelindustrie. So viel dazu. Morgen geht's weiter. Ciao.